Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Let's Play Secret of Mana. Wir haben das letzte Mal hier aufgehört und waren genau vor diesen Ruinen. Wir sind durch irgendwas durchgegangen. Ich möchte nicht sagen, dass es ich möchte nicht sagen, dass es irgend so ein Abwassersystem war, aber ich glaube schon. Ich würde lügen, wenn es das nicht wäre. Leute, ihr müsst treffen. Kraftwasser ist nicht schön. Dann hau ich einfach mal so rein. Natürlich soll es auch treffen, aber anscheinend habe ich nicht. Omen Glotzer. Er glotzt uns Omen. Irgendwie habe ich Angst, dass er jetzt was einsetzt. Wenn ich nicht hinschaue. Setzt jetzt nichts ein. Wow. Und das tat weh. Gut. Zombies. Auge. Habe ich nicht vergessen. Links. Zuerst schaue ich mich immer hier um. Ich kann mich nämlich nicht mehr genau erinnern, ob es hier irgendetwas gab. Scheinbar war hier nichts. Ich habe eigentlich den Sound relativ laut eingestellt und das ist ziemlich störend. Aber ich werde das schon irgendwie durchhalten. Ich bin Shorty Cube, hallo. Wie geht's euch? Sorry. Stühle, die ich angreifen kann. Nein. Wieso sind die Pflanzen oben? Was machen die Pflanzen hier oben? Was machen die oben? Hier ist es creepy. Hier soll es auch creepy bleiben. Wir haben ja schon einmal diese Gegenden durchforstet, haben schon einmal... Wieso blinkt er wie verrückt? Okay, alles in Ordnung mit dir, Zombie? Ich hoffe. Ich hoffe, weil sonst könnte ich dich nicht fertig machen. Kommt, Leute, da ist ein Auge. Nicht vergessen, da ist ein Auge. Gut. Haben wir hier was drin, außer vielleicht Auge und zwar... Imps? Ui, Imps. Ui, Geister. Falsche Taste. Aus Panik. Okay, ich habe die falsche Taste gedrückt. Wieso blinken die wie verrückt? Machen die irgendeinen Totentanz oder sowas? Ah, Auge. Laufen. Ja. Mitkommen, dann bist du nicht mehr gezappelt. Ah, hier war doch die Truhe. Ich war mir sicher, hier gab es zwei Truhen. Das ist einmal die erste. Das ist der Bogenorb. Ah, gut, dass ich mich erinnern konnte. Auch wenn es irgendwie schlecht war, dass ich mich nicht direkt erinnern konnte. Hauptsache ich wusste, dass es in irgendeinem der Ruinen etwas gab. Hey, Auge. Weg hier. Sehr schön. So, dann schauen wir noch auf der anderen Seite. Sollte nicht allzu schwer sein, da durchzukommen. Oh, Blutsauger-Fledermäuse. Bläsermäuse. Okay, das klingt auch falsch. Bläsermäuse. Bläser. Blutsaugende Fledermäuse. Bläsermäuse. Hm. Und was für eine Orb haben wir hier? Den Lanzenorb. Im Grunde könnte ich jetzt zurückgehen, was ich aber jetzt nicht machen werde. Ich werde mich einfach weiter durchbegeben. Alle blinken wie verrückt. Disco-Raum. Disco-Raum. Ja, knacki, bling, bling. Wir wissen's. Okay, wow, der gibt Gas. Durch. Ich möchte nicht allzu viel kämpfen. Ich bin schon gut genug trainiert, das möchte ich anmerken einmal. Da. Stechi, Stechi. Angsthetzer. Piss dich. Leute, mitkommen. Okay, du nervst. So, jetzt kann ich endlich durchgehen. Nee, Glotzi. Glotzi weg. Möchte hier durchkommen. Möchte hier durchkommen. Möchte hier durchkommen. Ja, danke. Hm, was haben wir überhaupt das letzte Mal gemacht? Wir sind genau durch ein Abwasserding durch. Wow. Fledermäuse. Oh, das ist eine Fledermaus. Oh Mann. Viele, viele bunte Blocks. Und weiter. Ich komme hier eigentlich in 4 Minuten relativ weit. Muss ich einfach mal so anmerken. Ich schaue zuerst rechts. Oh, da ist nichts. Gut. Das war gut, dass ich zuerst rechts abgecheckt habe. Wow. Bist du hier richtig? Du gehörst in den Feuertempel. Tschüss mit dir. Danke. Zwei Türen. Ich nehme zuerst einmal die mittlere. Ihr könnt ruhig abdancen währenddessen. Typi, du solltest sterben. So. Gut, Mikros an. Mann, wieso checke ich immer erst so spät, ob das Mikro an ist? Ich bin so oder so immer im Konfitälen. Was sollte ich checken, dass mein Mikro immer an ist? Das
Es ist immer dieser nervöse Check. Oh Mann, ich war schon in diesem Raum. Haben Sie diesen Raum? Nie Steuerung C, Steuerung V. Faul. Das wäre halt scheiße, wenn ich jetzt auf einmal wieder rausgeportet werden würde. Ja, jetzt sind zwei von euch da. Unlogisch. Danke. Oh, beide droppen eine Truhe. Dann gehe ich da rein. Du kannst weiter abdancen. Blobs. Ich mag euch Blobs. Wow. Woher kommt der Grüne? Kann mir egal sein. Ich will hier durch. Oh. Keine Schneemenschen. Und weg hier. Ah. Noch einer. War hier nicht irgendwo ein Schalterrätsel? Da war doch irgendwas mit dem Schalter. Ja, hier sind Stacheln, also war hier irgendwas mit dem Schalter. Ach, Engel. Wow, da wollte ich eigentlich noch drauf hauen. So, du bist hier schon wieder im falschen Tempel drinnen. Macht das Schaden? Nein, das macht keinen Schaden. Hätte mich auch irgendwie etwas gewundert. Bams. Wo war das mit dem Schalter? Wo muss ich da hin? Schalt, überlege. Da gibt es einen Abgang. Okay. Das sieht irgendwie unlogisch aus. Da oben war eh der Schalter, aber zuerst müsste ich noch irgendeinen anderen Schalter. Harte Sorge. Muss ich irgendeinen anderen Schalter? Wölkchen. Ich mag Wölkchen nicht. Zuerst noch irgendeinen anderen Schalter. Oh, hallo. Hallo, wie geht es euch, Fliegemonster? Stirb. Rache, Engel ist erledigt. Ja. Oh Mann. Ihr Fledermäuse. Metafläuse. Verreckt. Drecks Metaflaus. Und jetzt bin ich, glaube ich, dort unten. Oh, oder hier ist ein Schalter, einfach so. Klack. Ein seltsames Geräusch. Man darf ja nicht schreiben, oh, irgendwo aus der Ferne haben sich Stacheln entfernt oder sowas. Das würde zu seltsam rüberkommen. Auf einmal ist hier nichts, dann werde ich hier einen Cut machen. So. Ich liebe es sozusagen. Wolken. Oh, ich stecke fest. Diese Wolken sehen irgendwie voll gefuttert aus. Nom nom nom. Ich bin... Zappel. Mitkommen. Leute, mitkommen. Ich hab Flügel. So, jetzt bin ich wieder normal. Und Leute. Mitkommen. Nichts. Wieso ist das auch Treppenformat? Hinter euch ist eine Tür erschienen. Oh, voll die, für die vollblinden Leute irgendwie. Irgendwie traue ich dem Ganzen noch nicht. Da oben waren ja auch noch Stacheln. Piss dich, Engel. Danke. Oh Mann. Wow, er ist irgendwie gestorben. Es ist irgendwie Treppenformat, wenn ich da drüber gehe. Hallo, Truhe, wie geht's dir? Ich schüttel dich mal. Ein Schwertorb, sehr schön. Pisst euch, ich will nur nochmal die Truhe öffnen. Oh, noch ein Schwertorb. Was sagt ihr nun, Leute? Oh, du springst. Okay, das ist natürlich ein sehr kräftiges Argument. So, gut. Jetzt kann ich hier raus. Mal schauen. Ich glaube, jetzt komme ich nämlich direkt zum Boss hin. Und schaut dir, du laufst falsch. Langsam habe ich auch das Gefühl, ich nähere mich auch schon ein bisschen mehr dem Ende zu des Spiels. Ich weiß, es kommt noch das ganze herumgefliege, das ganze hin und her. Keine Sorge, ich weiß, wie lang das Spiel ist. Aber es ist lang genug und oft genug gespielt. Damit ich das weiß. Aber trotzdem habe ich schon langsam das Gefühl, dass es sich dem Ende zuneigt. Ich werde mal schauen, ob ich mir überhaupt den 9. Schwertorb hole. Ich glaube nicht, das ist mir etwas zu viel Arbeit. Beziehungsweise bin ich zu faul, einen Glitch auszunutzen des Spiels. Deswegen werde ich das ganz einfach rauslassen. Schlag und rauslaufi. Hallo. Hört auf mit Gabeln, um euch zu schmeißen. Das macht man in der Küche. Nicht in irgendeinem Zimmer. So, mitkommen, Leute. Mitkommen. Ihr wisst, wie das geht, das Mitkommen, oder? Ja, wisst ihr. Sehr schön. Brav. Mitkommen. Oh Mann, ist es
Das ist böse. Flamingas, lass mich raten, nicht erfressen. Nom 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 nom. Schmeckt lecker. Mitkommen. Ist es so schwer, Leute? Anscheinend ist es so schwer. Das ist gut zu wissen. So. Komische Stacheltreppen. Hochreinen. So, und ich glaube, ich habe es jetzt geschafft, oder? Bin ich durch? Nerk, nerk, nerk. Ich habe einen Zauber gehabt. Wow, Leute. Dürft nicht die Tür bewachen. Das ist gegen die Vorschriften des Spiels. Aber ich glaube, ich bin da. Ja, was mache ich jetzt? Was macht der liebe Shorty Cuber jetzt? Ich würde sagen, wir verteilen einmal ein Bonbon. Aber nur eins. Der Rest sollte eigentlich reichen. Ich bin gut genug von den AP. Ich bin noch da. Ich bin Glotzi. Tschüss. Ganz genau. Das geht nämlich direkt los mit der Wand. Hallo Wand, wie geht's dir? Lange nicht mehr gesehen. Oh, hallo Wand. Nicht die Augen aufmachen, das ist böse. Was für eine Schwäche hast du? Ich möchte nicht zu viel Scheiße bauen. Höllenmauer. Stechi. Überraschung. Okay. Ja, Energiesog ist mir jetzt egal. Ich möchte... Oh, Laterne habe ich nicht. Das ist natürlich nicht vorteilhaft. Ja, da will ich mal sagen, haue ich immer mal hier so drei Feuerbälle rein. Das soll gleich einmal für den Anfang. Da, Augenfriss. Um, 210 Schaden. Und... Klär... Nein! So schön aufgeladen und dann sowas. So was also. So was willst du also, hm? Schau mich nicht so an. Don't stare at me like that. Hm, es ist mies zu treffen irgendwie. Ja gut. Komm, da hauen wir nochmal drei Feuerbälle rein. Und Klatschi. Klatschi, Blitzschlag. Und das ist schmerzhaft. Blitzschlag ist definitiv ein bisschen schmerzhaft. Wenn wir schon dabei sind, noch einmal. So. Oh, wie er seine Überraschung noch reinklatschen kann. Ein letztes Mal noch. Das muss reichen. Und es hat gereicht. Sehr schön. Das eine Auge ist sogar noch zugegangen. Wow, auf einmal ist die Wand weg. Glitch. Denn jetzt sollte sie erst weg sein. Da hat wer etwas falsch gescriptet. Da war aber zu voreilig damit. Irgendwelche Kind. Gut, wo ist eigentlich Victor? Peitschnorb erhalten. Ich glaube, ich weiß, wo Victor ist. Da gehe ich jetzt noch nicht rein, ich bin nicht lebensmüde. Ich weiß nämlich, was jetzt dann gleich folgt. Und zwar... Glados, du bekommst noch eine Walnuss. Glados bekommt eine Walnuss. Nuss, wisst ihr? Nuss. Okay, grundsätzlich war es das für den Part, weil jetzt kommt dann gleich noch etwas Böses. Danke, Leute, fürs Zusehen. Unten links der Link zum nächsten Video und wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Secret of Mana wieder. Wenn es heißt, wir verkloppen einen Boss. Ja, ich habe mich jetzt so oft verdrückt, dass ich mich fast mit einer Walnuss zugeklopft hätte. Walnüsse. Was haltet ihr von Walnüssen? Schreibt es in die Kommentare. Ja, schreibt was auch immer ihr wollt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.